Das sind Silent Pferde. Ah, ja, was eine Überraschung. Okay. Achso, okay. Na gut. Aber wenn ich mir dann natürlich die Masse an Aussichtspunkten, ne, die ich jetzt schon... Wartet mal, ich muss gerade mal gucken, wie viele waren es denn? Auf jeden Fall fast Halbzeit, ne? Glaube ich. Dann wiederum frage ich mich, ob das so stimmen kann. Karte aktualisiert? Nee, von wegen Halbzeit. Jetzt habe ich ein Drittel ungefähr. So, natürlich nehmen wir den Schatz hier gleich mit. Dann müssen wir nicht normal wiederkommen. Das ist... Oh, das ist aber nett. Dankeschön, mein treuer Gefährte. So, dann gehen wir zum nächsten. Das ist der hier unten im Süden. Hopp. Ich überlege gerade, wenn ich hier an diesen Punkten vorbeilaufe, wo dann die Schätze sein sollen, hier zum Beispiel, könnte ich es ja rein theoretisch gleich mitnehmen. Ich glaube nicht, dass ich hier nochmal her muss. Glaube ich. Ich bin mir natürlich nicht sicher. Aber so brauche ich wenigstens nicht mehr her, deswegen. Und wegen kurz mal vom Pferd absteigen und aufsteigen. Weg! Tut mir leid. Ich habe gerade einen Bürger über den Haufen gelaufen. Andiano! Andiano! Schon wieder Indianer gesehen. Langsam. Was ist das denn hier, in der Abtei oder was? Nee, eine Kirche. Mit einer ziemlich heftigen Bewaffnung. Ja, das vielleicht auch. Ernsthaft? Oder hier geht's hoch, ne? Genau. Komm schon. Nee, jetzt brauchen wir wieder offene Fenster. Da. Och, komm schon. Nee, nicht euer Ernst. Geht das denn? Ja, okay. Sieht ein bisschen trostlos aus, ne? Fehlt ein bisschen das Gras und so, aber mein Gott, zu der Zeit, ich glaube, das war der Schlager schlechthin. Schlager vor allem. Ich hoffe, die fangen nicht an, noch zu singen hier. Dann habe ich ein Problem. Die beiden Kisten nehmen wir natürlich mit. Wenn ich natürlich nicht zu weit laufen muss. Ich hoffe, die andere ist nicht in der Abtei oder was auch immer das hier ist. Was geht hier denn los? Pferd, bleib stehen! Oh, schade. Ich habe gedacht, ich kann den Flug rauf. Oh, will hier niemand über den Haufen rennen. Bin ja schon vorsichtig. Andiamo! Ach, ich wollte gerade sagen, doch nicht drinne. Okay. Springt er? Yeah. Bitte, lass mich einfach. Ich habe nichts damit zu tun. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Die Abtei infiltrieren. Ist wahrscheinlich in der, die direkt vor mir. Kurz Moment, ich muss mal einen Schluck trinken. Ich habe so einen Kratzen im Hals. Ah,
Und Stefano Bagnum. Ach, ist ja auch egal. So, Pferdchen, du bleibst jetzt mal hier stehen. Drücken, um Waffenrad auszuholen, die Option Rauchbombe. Ich meine, es wäre ein leichtes. Ich würde wahrscheinlich auch ohne Rauchbombe da rankommen. Glaube ich jetzt mal, zu behaupten, dass ich das kann. Ach, zielt... Oh, shit. Lasset uns beten, Bruder. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch wundern. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst, wenn es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gotteslästerung! Nein, nur die Wahrheit. Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln... ...ist die einzige rationale Reaktion, wenn man mit der Aussage konfrontiert wird, dass da ein unsichtbarer Verrückter im Himmel ist. Und glaubt mir, wenn eure Bibel irgendetwas wert ist, dann hat der völlig den Verstand. Wie könnt ihr so reden? Ihr tragt das Priestergewand. Nur weil es mir die Gelegenheit gab, in die Nähe der Medici zu kommen. Aber ihr habt recht. Ich sollte mich wohl umsehen. Nachdem der Assassine erledigt. So. Ich habe das Problem, dass ich mein Ziel noch nicht mal orten konnte. Ich weiß nicht genau, wer das Ziel ist, muss ich gestehen. Ziel verloren, Leute, Traumhalswürfel. Die Quest selbst habe ich noch. Okay. Das Krasse ist, wie gesagt, ich weiß nicht, wo... Das Problem ist, der wird auch schon weg sein. Ich meine, wenn ich hier stehen bleibe, ne? Ach Quatsch. Ich weiß, dass das so nicht geplant ist, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Sagt's mir. Ja, das dachte ich mir. Schön. Weil ich keine Ahnung habe, wer mein Ziel ist. Ich kletter jetzt nochmal rauf. Ich meine, normalerweise... Naja, ich weiß. Ich meine, ich muss mein Ziel doch irgendwie identifizieren können mit dem Adlerauge. Ich meine, das ging doch bis jetzt immer. Feinde rot, Ziel gelb. Neutrale Ziele weiß. Devil. Danke. Das weiß ich auch. Lasset uns beten, Bruder. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch wundern. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst. Wenn es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gotteslästerung! Nein, nur die Wahrheit. Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln... ...ist die einzige rationale Reaktion, wenn man mit der Aussage konfrontiert wird, dass da ein unsichtbarer Verrückter in der... Er ist mir bekannt. Und glaubt mir, wenn eure Bibel irgendetwas wert ist, dann hat der völlig den Verstand verloren. Wie könnt ihr so reden? Ihr tragt das Priestergewand. Nur weil es mir die Gelegenheit gab, in die Nähe der Medici zu gelangen. Aber ihr habt recht. Ich sollte mich wohl umziehen.
nachdem der Assassine erledigt wurde. Ha, dieser unheilige Dämon. Wenigstens hier stimmen wir überein. Man sagt, der Teufel hätte ihm übernatürliche Geschwindigkeit und Kraft geschenkt. Der Teufel? Da unten drin ist er. Diese Geschenke machte er sich selbst. Durch okay. Übung. Ach, es ist beunruhigend, wie wenig ihr dem Menschen zutraut. Ich glaube, ihr würdet die ganze Welt zu Opfern machen. Oder? So ihr nur könntet. Ich vergebe euch den fehlenden Glauben. Ihr seid trotzdem eins von Gottes Kindern. Ich sagte... Ach, was soll's. Genug davon. Ich könnte genauso gut mit dem Wind reden. Ich werde für euch beten. Wie ihr wünscht. Aber leise bitte. Ich muss Wache halten. Komm schon, fahr runter. Ihr da! Was wollt ihr? Seid ihr Freund oder Feind? Dio del Cielo. Er wird noch jemanden verletzen. Verschwindet hier, bevor ich die Wachen rufe. Scheiße. Raus, du kannst entkommen! Alle verrückt, alle verrückt. Ich muss weg von hier. Ich hab keine Ahnung. Alter. Zumindest weiß ich jetzt, wo er... Zumindest weiß ich jetzt, wo er rumrennt. Das ist ja schon mal sehr hilfreich. Das heißt, ich werde mich erstmal in diesem komischen Kahn verstecken. Sofern es überhaupt möglich ist. Dann werde ich... Ja, wie mache ich das? Außerhalb eine Bombe werfen? Glaube ich. Nach außen? Dann reinspringen? Mal gucken. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Mission, muss ich sagen. Lasset uns beten, Bruder. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch wundern. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter. Es hilft, die Zeit zu vertreiben. Hey, ihr da, wartet mal! Ihr da, anhalten! Ziel verloren. Ist der gleich rausgerannt, oder was? Ich meine, ich kann ja mal mit... Weiter selbst, denn es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gotteslästerung! Nein, nur die Wahrheit. Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln, ist die einzige rationale Reaktion, wenn man mit der Aussage konfrontiert wird, dass da ein unsichtbarer Verrückter im Himmel ist. Und glaubt mir, wenn eure Bibel irgendetwas wert ist, dann hat der völlig den Verstand verloren. Könnt ihr jetzt rausspringen und dem hinten reinjagen. Was macht er da? Zwar nicht elegant. Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Mhm. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Okay. Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace. Rauchbomben sind geil, zumindest zum Entkommen. Ich sehe nichts.
Kutte macht noch keinen Mönch, sehe ich auch so. So, jetzt nehmen wir mal einen Apfelschimmel. Oh, tut mir leid, Pferd. Das war so nicht geplant. Und war der eigentlich noch weiß? Aber gut, wir haben auch ein paar Mal geladen. Der nächste wäre dann da oben. Auf dem Weg dahin haben wir noch zwei... Oh ne, so weit... Oh Gott, nein. Wir sind immer noch Italien, ne? Ja gut, wo sind es? Hi, hi! Schick! Dabei, dabei! Dabei, dabei! Oh. Oh. Ja, ja, I know, I know. Ist gleich soweit, ist gleich soweit. Go, go, go. Ich hoffe, das sind nur vier Ziele, nicht, dass ich noch was übersehen habe. Wäre ja schon mal ein Anfang, so dass ich das Attentat... Das... Halt! Ich habe gesagt, ich nehme gleich alle mit. Ja, ja, ich bin gleich wieder da. Wieso bremst du denn jetzt? Ich muss echt mal die Bremsen untersuchen lassen. Die scheinen nicht mehr in Ordnung zu sein. Wir haben... Alles klar. Hier ist ein Taubenschlag. Nee. Doch nicht. Ich wollte gerade sagen. Huch! Ja, wie gesagt, ich hatte ja auch irgendwie, glaube ich, in der letzten Aufnahme gesagt, dass ich die Attentatsmission am Stück auch aufnehmen werde. Das wird wohl dann meine nächste Aufgabe sein. Ich werde das so lange mit einem Attentat... Ding Fensterchen machen, also nachdem diese Hauptquest beendet ist natürlich, bis entweder nichts mehr passiert oder ich 10 Runden voll habe und mir damit selbst bewiesen habe, dass ich ja, dass es unendlich ist, um dort Geld zu verdienen, aber ich glaube es halt wie gesagt nicht, weil ich hatte beim ersten Mal 1000, beim nächsten Mal 2000 und insofern glaube ich natürlich, dass es keine unendliche Mission ist. Das Schöne ist jetzt, wenn man Italien sieht, oh, ich glaube, du hast... Ich glaube, du hast deinen Zwilling gefunden. Okay. Das Schöne ist, man sieht Italien und weiß, hier ist echt Potenzial. Hier drüben, Ezio. Ja, ja, gleich. Warte, warte. Ich muss doch erstmal hier die... Kiste plündern. Hier drüben, Ezio. Ja, ja. Okay, hab dich gesehen. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Aha. Aha. Ruhe Gewalt, ne? Wo sind denn deine Leute? Da.